Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich den Aufbruch mit dem bösen Clown. Wie immer, alle Farben sind schwarz und weiß sind opak und andere die Farbtöne sind transparente Candy-Lacke. Bei der ersten Schablone benutze ich jetzt halt das opake Schwarz und der Untergrund ist diesmal nicht der schwarze, sondern ein silberner Chromalux-Karton. Chromalux ist jetzt halt ein lackierter Karton. Und ist sehr schön zum Üben, wenn man das lernen möchte, auf lackiertem Metall- oder Plastikflächen zu arbeiten, weil der Karton keine Fehler verzeiht. Das heißt also, wenn man zu feucht arbeitet oder so, da zieht also nichts im Papier ein und man hat sofort die Läufer. Andererseits hat man halt die glänzende Oberfläche, die ja genauso ist wie ein Motortank oder Motorhaube vom Auto. So, jetzt gibt es die Möglichkeit für die Schatten der einzelnen fliegenden Steinteile. Man kann jetzt so wie ich quasi freihand so ein bisschen unter diese schwarzen Teile Schatten legen. Man kann natürlich aber auch diese erste Schablone leicht versetzt auflegen und leicht mit Grau rübermalen. So bekommt man halt so einen versetzten dunklen Schatten, der aber scharfkantig ist. So, jetzt habe ich so ein leichtes Hellbraun, mit dem ich bisschen Farbe reinbringe in das Ganze. So, und jetzt kommt die Schablone Nummer 2. Mit der arbeite ich dann mit Grau. Und da sind jetzt alle Lichtkanten dieser Steinoptik drin. Einfach mit Grau rüber. So, ich versuche es halt immer, wenn ich diese Grautöne mache, bin ich ein bisschen höher mit der Airbrush und ich gebe halt weniger Farbe, sodass das länger braucht, um ein volles Weiß aufzubauen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit 10 oder 20% Deckkraft arbeite, brauche ich halt eine gewisse Zeit, bis es ein volles Weiß ist. Und da ich vorher aufhöre, bekomme ich halt diverse Graustufen. Und das gleiche ist auch bei dem Schwarz. Wenn ich das Schwarz lange auf einer Stelle habe, dann bekomme ich halt das volle Schwarz. Ansonsten diverse unterschiedliche Grautöne. Das ist jetzt die Weiß-Highlight-Schablone. Das heißt, da arbeite ich jetzt mit vollem Weiß. Und dann wäre so der Aufbruch fertig. Kann man natürlich in diese Mitte alles reinmachen, was man möchte. Dafür ist jetzt die folgende Schablone da. Die deckt halt alles mal gut ab und man kann in die Mitte was reinmachen. Also jetzt wie Weltall oder wie jetzt in dem Fall das Clownsgesicht. Und natürlich besteht noch die weitere Optik, Option. Ich mache jetzt natürlich das Clownsgesicht innen rein. Man kann natürlich aber auch noch sagen wir, wenn man jetzt das Oberteil des Clowns hätte rausgucken lassen oder eine Hand rausgucken lassen, dann kann man die natürlich auch mit Schatten versehen so präsentieren, dass es halt aussieht, als wenn wirklich was da rauskommen würde, anstelle wie jetzt, wo man halt nur reinguckt. So, der Clown ist jetzt auch wieder in verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Das ist jetzt die erste Schwarz. So, und dann kommt die erste Grau. Die mache ich jetzt ein bisschen dunkler
aber trotzdem halt im Bereich des Gesichts nebel ich nur ganz leicht rein. Und ist ja so eine hellere Clowns-Gesichtsfarbe. Da habe ich also jetzt nur die Augen ein bisschen dunkler gemacht. Das gleiche jetzt nochmal mit dem zweiten Grau. Da arbeite ich also ganz leicht. Ich tue mich jetzt immer beim Positionieren so ein bisschen schwer, weil ich halt nicht die Ansicht habe wie die Kamera, sondern ich gucke halt schräg von der Seite, weil über dem Malgut ist halt die Kamera. Wenn ich manchmal mich jetzt halt beim Kommentieren beobachte, wie ich manchmal vergeblich versuche, die Schablone zu positionieren, es fällt halt wesentlich leichter, wenn man direkt drauf guckt. So, jetzt kommt die Haarfarbe. Machen wir jetzt also typisch in Clownsrot für Nase, Haare und die Gesichtsschminke. Und das ist jetzt die Schablone für die Zunge und die Augenfarbe. Ich mache es jetzt auch so, dass ich bei den Augen nur von einer Seite aus sprühe. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir das volle Weiß und beim anderen nebelt das langsam ins Schwarz. Hat halt den zusätzlichen schönen Effekt, dass wenn ich jetzt nachher eine Augenfarbe raufsetze und genau umgekehrt arbeite, ich sofort auch schon so ein bisschen eine Schattierung im Auge habe und das nur mit einem Arbeitsschritt. Also ich nehme jetzt das Hellbraun und arbeite dann genau auf der gegenüberliegenden Seite, also da, wo man jetzt das Weiß auf der Schablone sieht, arbeite ich auf der anderen Seite und bekomme so einen schönen Farbverlauf hin. Gehe ich nochmal mit dem Magenta im Bereich der Augen einmal kurz rein und gebe dir noch eine gewisse Struktur im Auge und arbeite noch mit dem Magenta und dem Hellbraun für den Hintergrund was aus. Man sieht schön, wie schön sich auf dem Untergrund die Farben mischen lassen, dass man jetzt halt so einen Gelb-Orange-Rot-Effekt hinbekommt. Und abschließend kommt jetzt die weiße Highlight-Schablone für das Clowns-Gesicht. Male ich jetzt alles weiß. Vielleicht auch am Hinterkopf. Dann mache ich noch ein paar Highlights im Gesicht. Ein paar Sprenkel für den Hintergrund, dass halt eine leichte Struktur da ist. Und wechsle jetzt auf Schwarz. Und ziehe nochmal am Rande der Schablone quasi so eine Schattenkante rein, dass man den Effekt auch hat, dass sich der Clown im Hintergrund befindet. Und kann man unten sehen, dass halt so leicht in die Schablone genebelt wurde. Das kann man natürlich auch verhindern, indem man halt diesen Arbeitsschritt oder die Nummer 2 und 3, das heißt das Grau und das Weiß des Auflösseffekts, kann man natürlich auch so legen, dass man es erst am Ende macht,
Dann hat man gar keine Probleme. Und jetzt gehe ich nochmal leicht mit Weiß rüber, was aber eigentlich nicht nötig ist. So, wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren und einen Daumen hoch für das Video geben. Über 800 Filme sind jetzt mittlerweile auf dem Kanal. Und dann sage ich mal bis dann. Ciao.